Ja, hallo, mein Name ist Gabriel Nissing. Ich bin Verkaufsförderer bei der RWZ und wir wollen hier mit euch zusammen einen Feldversuch starten. Wir wollen vom Stoppelsturz bis zur Meistersaat hier den Feldversuch begleiten mit der Technik, mit dem Landhandel. Wir wollen hier auf diesem 4-Hektar-Schlag jeweils 1 Hektar mit einer bestimmten Zwischenfrucht aussehen und ja euch die einzelnen Schritte zeigen und in einzelnen kleinen Videos festhalten. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Weizmann, ich bin Gebietsverkaufsleiter der Firma Güttler für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wir von Firma Güttler werden diesen Versuch hier begleiten mit unserer Technik, von der flachen Stoppelbearbeitung über die mechanische Unkrautbekämpfung bis hin zur Aussaat der Zwischenfrüchte. Wir werden im Anschluss dann noch zeigen, wie können wir Zwischenfrüchte managen, um im Frühjahr vernünftig die Aussaat durchzuführen. Schönen guten Tag auch von meiner Seite, mein Name ist Clemens Baumann, ich arbeite hier für die örtliche Raiffeisengenossenschaft in Rees, für die Raiffeisen Niederrhein GmbH. Wir begleiten gerne den Zwischenfruchtversuch, um die Auswirkungen auf die Folgekulturen beobachten zu können, um gegebenenfalls Stickstoffsammler zu sehen und eine Durchwurzelung des Bodens, um die Bodengare zu fördern, wo wir in Zeiten von verschwindenden Winterfurchen schwere Böden haben, die eventuell dann Probleme mit sich bringen, wo entsprechende Zwischenfrüchte die Wirkung erzielen können, die wir haben wollen. Auf diesem 4-Hektar-Schlag stand zuvor Weizen. Leider konnten wir erst vor gut einer Woche das Stroh bergen und wir haben heute den 28.08. und beginnen heute mit dem Stoppelsturz. Wir haben dafür einen Fan 516 mit 160 PS und ein Güttler Supermax. Die Fläche wird nachher zur Zwischenfruchtaussaat in 4 Parzellen eingeteilt, wo wir 4 verschiedene Zwischenfrüchte aussehen. Und ja, diese Schritte werdet ihr nachher in jeweils einem Video nachher sehen können. Ja, heute hier erste flache Stoppelbodenbearbeitung mit dem Supermax Kulti, wie eingangs schon erwähnt. Warum den Kulti? Wir nehmen den fünfbalkigen Grubber mit seinem Federzinken, der hochvibrierend ist, um aufgrund der etwas feuchteren Umstände den Boden aufreißen zu lassen, den Boden ablüften zu lassen, Feinerde zu erzeugen für den nächsten Auflauf, dass unsere Ungräser, Unkräuter auflaufen können, die wir dann im zweiten Step flach schneiden möchten. Arbeitstiefe so grob auf 3-4 cm eingestellt. Gucken wir uns das mal an. Wir holen die Stoppeln raus, sie liegen oben auf, können jetzt abtrocknen. Wir haben hier unsere nötige Feinerde, die wir brauchen für den Auflauf des Getreides und der Ungräser, die sich hier im Boden noch jetzt als Potenzial verbirgen. Und im Nachgang hinter dem Grubber haben wir ja noch unsere Kunststoffwalze, die die Kluten drückt, und den Striegel, der letztendlich uns die Kräuter aberdet und so hier oben liegen haben, jetzt mit der Sonne. Man sieht es, die fangen an zu welken. Ein besseres Herbizid gibt es nicht. Wenn er jetzt an uns wieder vorbeifährt, sehen wir eigentlich wunderbar von der Seite die Aufnahme in der Funktionsweise des Grubbers. Unsere 5 Reihen Federzinken mischen, lockern den Boden, holen das Stroh raus, legen es oben lose ab. Die Walze drückt nur ganz leicht wieder an, krümelt aber darüber schon die groben Kluten kaputt. Der Striegel hinten enterdet, ebnet ein. Und im Nachgang sehen wir dann eigentlich ein wunderbares Scheinsaatbett für den Auflauf im ersten Step,